Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Price Rangers. Mein Name ist Ranger Michi. Mein Name ist Ranger Paul. Zusammen kümmern wir uns um günstige Saiteninstrumente. Das Ganze immer freitags und an dieser Stelle gleich der Hinweis, wenn ihr mehr von unseren Instrumententests sehen wollt, abonniert unseren Channel und teilt unsere Videos, damit sie sich weiter verbreiten. Heute werfen wir einen gründlichen Blick auf die Ibanez GO-GRX70QA-TBB. TBB steht auf jeden Fall für Transparent Blue Burst und das ist die Farbe der Wahl für diese hübsche Gitarre für 179 €. Auffällig ist nämlich direkt die wunderbare Wölkchen-Ahorndecke in der Preisklasse sehr selten anzutreffen, die sich hier über einen Pappelkorpus spannt, daran angeschraubt, ein Ahornhals aus einem Stück Ahorn und darauf aufgeleimt, ein Palisander-Griffbrett. Und ich glaube, elektrisch und von der Hardware her haben wir ja auch schon eine ganz schön volle Hütte, oder Ranger Paul? Zwei Humbucker zum einen in der Neck-Position und in der Bridge-Position, die Infinity R Humbucker sowie einen Infinity RS Single Coil in der Mittenposition, ein Volume und ein Tone Putty. Das Ganze garniert mit einem Fat 6 Tremolo mit sehr ergonomischen Seitenreitern. Wie ihr schon jetzt gehört habt, bei den billigen Akkorden machen die beiden Humbucker schon clean ordentlich Druck. Ich würde mal vorsichtig sagen, von clean über Hardrock bis Metal in den verschiedensten Varianten war eigentlich alles dabei. Und nichts davon hat die Ibanez GO so richtig gegen die Wand gefahren. Eigentlich kann sie das alles ziemlich gut. Könnten wir uns eigentlich die Verarbeitung mal ein bisschen näher anschauen. Buntbearbeitung ist nämlich astrein gelaufen. Und auch ansonsten hat Ranger Endkontrolle Michi außer dieses kleinen Dings hier nichts gefunden. In China hat jemand die Qualität inspiziert und beim deutschen Vertrieb Meinl hat auch jemand die Qualität inspiziert. Tremendous work. Was die Hardware angeht, kann man zum einen die Mechaniken loben, die sehr gleichmäßig beweglich sind und das Tremolo, das zwar etwas streng geht, aber sehr gut zu kontrollieren ist. Angesichts dessen, dass es sich hier um ein Six-Point-Tremolo hat, also mit 6 Schrauben im Korpus befestigt ist, arbeitet es sogar ziemlich verstimmungsarm. Ich glaube, lieber Ranger Paul, der
Brei ist gar nicht so heiß, als dass wir lange darum herum reden müssten. Was ist denn deine Meinung? Für mich absolut Goldständer. Ha, ich hab's mir fast gedacht. Von meiner Seite nämlich auch klarer Fall, Daumen hoch, Goldständer. Auch wenn sie einen unaussprechlichen Namen hat. Auf unserer Couch hat sie sich jedenfalls pudelwohl mit uns gefühlt und wir uns mit ihr auch. Jawohl. Wenn ihr mehr über diese Ibanez Geo erfahren wollt, könnt ihr das zum Beispiel auf unserem Blog auf www.pricerangers.com oder ihr besucht uns auch auf anderen sozialen Medien. Wie Facebook oder Instagram. Twitter? Sind wir da auch? Richtig. Ah, alles klar. Super. Dann wünschen wir euch bis zum nächsten Freitag eine gute Zeit. Übt schön fleißig Gitarre spielen. Bis dann. Ciao.